ist echt nicht viel. Ach komm, nehmen wir die automatische Wiederherstellung. Yo. So viel, wie wir halt an SP haben, ne? Das heißt, ich gehe noch mal kurz rein. Hier ganz am Anfang. Persona. Jack-O-Lantern. Und dann hauen wir hier jetzt einfach nur ein bisschen Clanchess um. So, ich weiß nicht, was denn in der Eingangshalle auf mich wartet, deswegen nehme ich das lieber nicht mit. Aber hier so, ne? Das ist halt langweiliger Kleinscheiß. Den wir auch einigermaßen zumindest mit physischen Angriffen hinkriegen. Ja, und die machen uns auch keinen Schaden mehr. Was war der Button für Rush? Options, okay. Geht schneller. Geht schneller, wenn ich ihn nur physisch angreife. So, wir kriegen nicht viel Erfahrung, aber ich brauche halt auch nicht viel. Wie gesagt, 32, das ist nichts. Quasi. Ach, komm schon. Echt jetzt? Von Gegnern umzingelt. Ja. Überrascht ein Gegner deine Gruppe, seid ihr zu Beginn des Kampfes eventuell im Nachteil. In diesem Fall erhält der Gegner einen Präventivangriff und ihr könnt dem Kampf nicht entfliehen. Ich habe ja auch nur X gehämmert, aber hey. So, zack. Erledigt. So, kacken wir mal drauf, dass wir hier im Nachteil waren. Angeblich. So. Okay. Hallöchen. Was haben wir hier? Jack-O-Lanterns. Ja, Mensch. Einen von euch will ich trainieren. Oder trainiere ich aktuell? Es ist wirklich ein Drain. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die drainen können. Direkt zu Anfang. Finde ich schon ein bisschen heftig. Aber hey, ich beschwere mich nicht. Ist praktisch für mich. Ach komm schon. So, hier. Fresst. Ja, komm. So. Reicht das? Ja, Jack-O-Lantern auf Level 4. Na bitte, kluger Schüler. Geht doch. Geht doch. Das ist halt ein Skill, den ich auch gern vererben möchte, wenn möglich. Aber bei Fusionen, weil nicht gekrittet werden, ist schon nice. Das ist schon nice. Okay. Dann sind wir hier jetzt aber erstmal für den heutigen Ingame-Tag durch und gehen in die echte Welt zurück. Ihr kehrt jetzt von Kamoshidas Palast in die echte Welt zurück. Vielen Dank für eure harte Arbeit. Ja, bitteschön, bitteschön. That sudden rumble, mit dem ich nicht gerechnet hat. So, in der realen Welt brauchen wir keine Maske. Und mein Infiltrationslog sieht doch ziemlich gut aus. So, verlässt du einen Palast, wird dein Fortschritt im Infiltrationslog angezeigt. Deine Teammitglieder reden auch darüber, wie viel noch zu tun ist. Ich fühle, dass wir dicht an dem Schatz dran sind. Kein Zweifel, wir sind nahe am Ende. Stimmt. Wir nähern uns endlich dem Finale. Hier werden die Gegner noch viel stärker. Vielleicht warten beim nächsten Mal besonders gefährlich auf uns. Also sollten wir uns vorbereiten. Wir werden uns auf jeden Fall vorbereiten. Zumindest dadurch, dass ich mindestens einen weiteren Dietrich herstelle. Hey, du benennst dich besser anständig. Wenn du auch nur einen Fehler machst, war es das für dich. Falsche Stimme.
Statt hier rumzulungern, könntest du lernen oder so. Wenn keine Kunden da sind, kannst du im Laden lernen. Danke. Aha. Du musst mir nicht danken. Ich sage nur, dass du dir keinen Ärger einhandeln sollst. Mozart, wann bist du denn hier? Wo ist der Typ mit der Maske hin? Ja, ja. Wenn du lernen willst, kannst du den Tisch nehmen. Aber wehe, ich finde da später Radiergummikrümel. Ach ja, einer meiner Kunden hat gesagt, dass er es total gemütlich findet, am Tresen zu lesen. Naja, du kannst mit deiner Zeit anfangen, was du willst, aber bitte erst, wenn meine Kunden weg sind. Oder hey, wenn du den Laden putzen willst, sag ich nicht nein. Das Putzzeug ist im Klo. Im LeBlanc abhängen. Abends kannst du verschiedene Dinge unternehmen, die dir im Alltag helfen. Am Tisch kannst du lernen und dein Wissen verbessern. Am Tresen kannst du lesen und Verschiedenes lernen. Verwende das Putzzeug in der Toilette, um deine Güte zu verbessern. Auf dem hinteren Tisch liegt oft ein Kreuzworträtsel. Wenn du es löst, steigt dein Wissen, ohne dass Zeit vergeht. Platziertes Magazin, hä? Kreuzworträtsel, ja? Naja, ist immer gut, die grauen Zellen ein wenig anzustrengen. Oh, und ich muss sie auch wirklich selber lösen. Das ist cool. Wenn du ein Kreuzworträtsel löst, erhöht sich dein Wert Wissen. Finde die Antwort, die zum Hinweis und zur Anzahl von Feldern passt. Ja, ein Kreuzworträtsel halt. Willst du echt Kreuzworträtsel machen? Denk dran, du hast noch andere Sachen zu erledigen. Ja, machen wir trotzdem ein bisschen Kreuzworträtsel, komm. Finde ich cool. Das Schuljahr wird darin aufgeteilt. Moment. Nee, Semester passt nicht. Oder Semester. Nee. Moment. Wait. Senkrecht. Prüfung für Studenten. Ah, okay. Farbe für Fehleranstreichung. Das ist rot. Okay. Dann, was haben wir hier? Prüfung für Studenten. Nee. Das Endergebnis. Oh. Examen. Das ist die Note. So. Ah, natürlich. Wir sind in Japan. Wir sind in Japan. Die arbeiten nicht mit Semestern, sondern mit Trimestern. Ja. Ich hab's. Die Antwort ist Trimester. An vielen Schulen und Hochschulen wird das Studienjahr in zwei Semester oder drei Trimester aufgeteilt. In Japan beginnt das neue Schuljahr im April. Für gewöhnlich gibt es im Schuljahr drei Ferienzeiten. Im Sommer, Winter und Frühling. Das ist auch neu. Ja, das ist es. Oh wow. Das habe nicht einmal ich rausgekriegt. Vielleicht bist du ein bisschen klüger geworden, weil du dieses Kreuzworträtsel gelöst hast. Yay. Ein Punkt Wissen. Sehr schön. Die Frage ist, kann ich jetzt eine Tätigkeit durchführen, die Zeit kostet? Echt? Obwohl ich aus dem Palace komme? Nice. Das ist cool. Ja, dann zwei Dietriche, bitte. So, sehr schön. Du wirst definitiv besser. Das sieht man beim Zusehen. Yes. Also gut, ab ins Bett. Jo. So, die zwei Dietriche werden mir sehr helfen. Ist also sehr praktisch. Ich dachte, in der Oberschule kriege ich eine Freundin, aber ich habe einfach kein Glück.
Stimmt mit mir was nicht? Vielleicht hilft es, an sich selbst zu arbeiten. Lies mal was. Du wirst dadurch eine Menge über Wissen lernen und für Diskussionen besser gerüstet sein. Wenn du intelligenter bist, wirkst du auch attraktiver. Du änderst dich, aber nicht über Nacht. Ja, aber Lesen macht mich müde. Das ist dann ein Du-Problem. Aber ich kann es mal probieren, wenn es mich zu einem Frauenschwamm macht. Leiht man sich in der Bibliothek Bücher aus? Nice. Lesen ist wichtig, um seinen Horizont zu erweitern. Bücher sind toll. Oh. Ganz deiner Meinung. In der Schulbibliothek kann man kostenlos lesen. Das solltest du ausnutzen. Außerdem gibt es noch einen Buchladen auf der Central Street. Oh, hast gut aufgepasst, als wir da das eine Mal waren. Nun gut, nun gut. Let's get started. Hallo zusammen, ich heiße Hiruta und bin euer Biologielehrer. Ihr steht sicher alle unter Schock nach dem Vorfall mit Tsuzui-san. Für mich war es auch ein Schock. Aber ich kann verstehen, wie sie sich gefühlt hat. Sie hat mit leblosen Augen auf diese traurige, hoffnungslose Welt geblickt. Naja, jeder sieht die Welt anders. Aber jetzt ist Zeit für einen kleinen Test. Du da, sieh dir das an. Du da, pfe. Welche Linie zwischen A und B scheint länger zu sein? Sie sind beide gleich. Auch wenn B länger aussieht. Standard optische Täuschung. Hä, stimmt genau. Deine Augen scheinen die Wahrheit zu sehen. Das ist eine optische Täuschung. Manche Leute sehen es richtig, manche nicht. Ja, ich habe mich auch gewundert, warum da ein Fragezeichen ist. Das war sehr irritierend. Aber ja, deutsche Lokalisierung. Ne? Seltsam, nicht wahr, dass dasselbe Bild unterschiedlich gesehen werden kann? Menschen sehen die Welt nicht, wie sie ist. Unser Gehirn verarbeitet nur visuelle Informationen. Wow, wirklich? Cool, es wirkt richtig klug, oder? Wow, du musst wirklich klug sein, wenn du so eine Frage beantworten kannst. Naja, naja. Ich finde aber auch schön, dass sie hier nicht dieselben Fragen haben wie im Original. Ich meine, im Original war es auch eine optische Täuschung, aber eine andere. Also, ich glaube zumindest, dass es im Original war, oder war das in Persona 4? Ich bin mir gerade unsicher. Aber ich glaube, das war in Persona 5. Wie man die Welt sieht, ist nur ein Trick des Gehirns, bloß Kognition. Es gibt keinen Beweis dafür, dass die Welt, die jeder einzelne von uns sieht, dieselbe ist. Wie man die Welt sieht, hängt von der Kognition des Gehirns ab, ja? Optische Täuschungen und das Metauniversum könnten sich ähnlicher sein, als man denkt. Hey, wo bist du gerade? Ich bin noch in der Klasse. Ich bin auch noch in der Schule. Bei der Treppe vor deinem Klassenzimmer. Sollen wir heute in den Palast gehen? Weiß ich noch nicht. Hey, mir ist noch nicht was klar geworden, als wir durch den Palast gerannt sind. Vielleicht liegt es daran, dass ich mich in letzter Zeit wenig bewegt habe, aber ich werde schwach. Wir kriegen jetzt sicher mal mit echt starken Schatten zu tun. Wir müssen auch stärker werden. Draußen scheint die Sonne. Perfektes Trainingswetter. Bringen wir die Pumpe in Gang. Sogar Ryuji denkt anscheinend viel nach. Das stimmt, wenn du deinen Körper trainierst, kannst du dich im Ernstfall besser bewegen. Vertrauteneinladungen. Vertraute schicken per Instant Messaging-Einladungen, Zeit mit ihnen zu verbringen. Manche Nachrichten sind wichtig. Du kannst auf die Nachricht antworten und die Einladung annehmen, musst aber nicht sofort antworten. Neben Nachrichten, die du nicht beantwortet hast, steht wartet. Wenn du zu lange wartest, läuft die Einladung ab. Du musst nicht jede Instant-Message beantworten. Nimm Einladungen von Leuten an, die dich interessieren. Okay. Er hat dich extra eingeladen. Hör dir doch an, was er zu sagen hat. Nee. Meine Bindung zu Ryuji wird bald stärker werden. Ja, das ist schön. Zeit mit Vertrauten verbringen. Wenn du nach der Schule oder abends Zeit mit deinen Vertrauten verbringst, wächst euer Vertrauen zueinander. Überlege dir gut, mit wem du deine begrenzte Zeit verbringst, während du verschiedene Paläste erkundest. Also, was hast du vor? Willst du mit Ryuji abhängen?
Entscheide ich später. In den Palast gehen ist stressig, deswegen müssen wir uns auch in dieser Welt entspannen. Du bist der Chef, du entscheidest, wann wir die Infiltration machen. Wenn du nicht sicher bist, was du machen sollst, frag doch Lady Anne nach ihrer Meinung. Ja, und Anne möchte in den Palast gehen. Möchte ich auch, aber später. Vertrauten Orte. Wenn du auf den U-Bahn-Plan schaust, erscheint manchmal neben einer Haltestelle ein Kartensymbol. Das ist ein Hinweis, dass ein oder mehrere Vertraute in dem Gebiet sein könnten. Mit Viereck zeigst du die Namen der Vertrauten und Infos über das Gebiet an. Hat dir niemand eine Einladung geschickt, kannst du nachsehen, wer in der Nähe ist. Ja, hier sehen wir Ryuji. Und wir würden ein... und wir würden unseren Rang steigern. Und hier haben wir die träge Ärztin, mit der wir einen vertrauten Rang anfangen können. Aber ich möchte erstmal nach Shibuya. Und zwar möchte ich zum Software-Shop. So. Ei. Das ist somit das Einzige, was ich einem Jugendlichen verkaufen kann. Ja. Erstmal will ich verkaufen. Ich habe hier nämlich so ein paar Schätze, die mir ziemlich viel Kohle bringen. Also... Bitteschön. Danke. Bitte, danke, gern geschehen. So, den Höllenschläger brauche ich auch nicht mehr. So. Und das Zeug hier muss ich noch waschen. Beziehungsweise, nee, das dunkle Unterhemd nicht. Das kann weg. Das ist die Standardbekleidung. Oh, das ist alles Herrenausrüstung, hä? Wow. Krasser Shit, Mann. Okay, wir kaufen erstmal ein bisschen ein. So, erstmal Ann. Ann hat noch ihre Standardwaffe, die ist mir zu schwach. Also kriegt sie hier die Fundo Kusari. Und die Lederpeitsche kann weg. So, du bekommst den Falcon. Finde ich gut. So, du hast was Besseres. Das Kukri ist nur 4 Punkte stärker. Das ist es mir tatsächlich gerade nicht wert. Nicht, wenn ich noch anderes Zeug kaufen kann. So. Wir nehmen hier die Governance. Jo. Dann nehmen wir... Nehmen wir auf jeden Fall die MG-Kopie. That's what you're choosing. Don't break it, okay? Jo. Jo, danke, dass du da warst, Darky. Ich wünsche dir dann eine gute Nacht. So. Und dann eher Morganas Waffe. So. Okay. Schutz haben wir jetzt leider gar keinen weiter gekauft. Ich könnte für einen noch eine Lux-Tarnweste holen, hä? Katzenstrickpulli. Nee. Jetzt interessiert mich gerade mal. Es wird wahrscheinlich Zeit kosten, den Waschautomat zu nutzen. Der Rest ist im Waschsalon verfügbar. Hey, hast du nicht rustige Ausrüstung? Warum wäschst du die nicht? Yo, beim Benutzen des Waschsalons vergeht Zeit, aber du kannst für 400 Yen schmutzige Rüstung waschen. Die Rüstung wird sauber und offenbart dadurch ihr wahres Potenzial. Beim Waschgang kannst du bis zu 4 Gegenstände waschen. Was du hältst, ist Glückssache. Nutze den Waschsalon, wenn deine Rüstung schmutzig ist. Ha. Ist halt die Frage, ob ich das machen will. Ich kann nachts aktuell noch nicht raus. Verwenden wir den Tag jetzt für die Ausrüstung.
würde ich sagen, ja. Komm. So. Das Zeug noch alles mit rein. So, einschalten. 400 Yen machen wir. So, na denn. Da wird man ja richtig durchgeschüttelt. Ich hoffe, dieses Zeug wird sauber. Klar. Oh, sieht fertig aus. Oh, viel sauberer, als ich erwartet hatte. Alter Pyjama, Mantel des alten Herzogs, Mantel des Herzogs. Okay. Endlich, ab nach Hause. Yo.